als geht. Kontext, was ist das? Da. Ah. Der Karawan. Ne, den müssen wir verteidigen. Wir müssen den folgen. Verteidigen müssen wir den, ja. Ja. Ah, Mende, verdammt. Ich glaube, wir müssen den klauen, nicht verteidigen. Nein, der hat einen grünen Leitbar. Ja, wir müssen den klauen, weil wir eskorten davon. Wir müssen ihn klauen. Ja, gut gemacht, Simon. Ja. War fast nicht ganz scheiße. John, ne? Wär ich doch lieber selber gefahren. Ja, fahr halt selber. Insta-Respawn, ja. Moment. Okay, ich ergebe mich. Bringt es hinter euch und rauft mich aus. Okay, ich warte hier. Bist du drin? Ja. Ja, bin da. Was ist das für ein Ding? Nein, da spring ich nicht drüber. Könnte ich, aber muss ich nicht. Der hat sich ein bisschen verfahren, oder? Kann das sein? Machen wir den kalt? Ja. Was? Müssen wir nicht den kalt machen? Ich will aber den kalt noch, der ist doof. Wir müssen ihn ausrauben. Ah. Wo den Händen. Okay. Oh. Ein Deko-Teil mehr! War eh nötig. Und jetzt zu mir, ist ein Deko. Okay. Fährt einfach weiter. Ja, wir kommen, meine Fresse. Ihr fährt einfach weiter. Wir müssen uns sehen, wie man den Boost aktiviert. Oh, naja. Ihr darf auch weiterfahren. Ich hab gerade mein Auto geschrottet. Ja, ne? Ist aber drüber gefahren. Da oben ist aber eine Box. Nötig. Ganz kurz. Die Box da. Was für eine Box? Okay, die ist gerade respawned. Die Box, die oben auf dem Band drauf stand. So können wir die öffnen. Nice. Jemand verletzt? Ey. Wir müssen weitere Sachenteile teilen. Ja. Sachenteile teilen. Weil der Caravan ist eigentlich komplett nutzlos für uns. Caravan, ja. Wir müssen nur die Begleitung davon eigentlich immer umbringen. Wo ist es? Wo fährst du hin? Wir sollen hier in diesem Bereich irgendwie die Viecher finden. Wir brauchen nämlich 5 Fahrzeugteile. Ja, warum ist jetzt nur noch 1? Wir hatten nur eben 2. Aber was soll's. Ja, ansonsten fahr doch einfach mal zu einem von den hier Festpunkten eben. Diesmal nicht vor den Van fahren. Ja, ja. So fährt auch Corby, nicht ich. Nope. Ach, das sind noch witzige Viecher. Ah, hier ist der. Nee, hier ist ein Van. Und nicht der Van. Oh nein, kommt zu mir ein Flugvieh. Es gibt ganz viele solcher Vans. Ah! Er schießt auf uns, ist schon okay. Ach, da ist er. Alter. Was ist das? Das ist Flugvieh, ne? Das habe ich jetzt schon 10-mal getroffen. Hi. Achso, wir bauen das aus verkohlten Banditen, oder was? Nein, aus den Teilen ihrer Fahrzeuge. Hör doch zu, Junge. Aber die einzelnen Punkte zeigen die einzelnen Bereiche an, wo man die findet. Ich finde das aber witziger irgendwie. Ja, also, aber das ist so makaber. Nicht? Ja, das Spiel ist makaber. In der Tat. Moment, das zeigt jetzt ganz anders hin. Ach, weil wir da unten auch irgendwo hin müssen. Moment, Map, so.
Ne, hier sind ja diese zwei Areale. Ach ne, es geht da unten wahrscheinlich weiter, ne? Ja. Springe nicht hier runter. Ich hab mir gerade selber einen blöden Punkt gesetzt, um mich loswerden. Fahren wir wieder zurück. Ich werde den Ort schon nicht verlieren, halt hier nicht. Ja. Das kann ich halt, wenn die Map doof ist. Und einem nicht genau sagt, wo man hin soll. Map ist doof, doof. Aber da ist ein Ding nach rechts oben. Warte mal, ich fahr mal jetzt dahin, wo das wirklich blinkt. Ah. Vielleicht haben wir uns ein paar auf. Ja, klingt gut. Bei dem Blinke-Ding waren wir aber schon. Komischerweise. Das bringt einem gar nichts. Wir müssen auf gut Glück fahren. Ah, hier ist nichts. Ja. Doch, ja, das ist normal. Das ist keine Waffenkiste. Ist mir egal, ich komme mir trotzdem an. Doch, ist eine Waffenkiste. Sag Bescheid, wenn eine Schrotflinte drin ist. Nö, aber eine SMG. Für Level 11. Krass. Ist es die denn wenigstens wert? Mal kurz gucken. Boah, sieht gut aus. Mehr Schaden. Mehr Genauigkeit. Nachladen. Mitnehmen. Kommst du? Hier kretz. Es zoomt doch so weit rein, wenn man hier oben sitzt. Nicht ganz grauenvoll. Ich weiß. Ganz kurz, ganz kurz. Ah? Power Drift. Das ist der Boost. Okay. Das heißt, welche Taste? F. F, okay. Ich denken können. Was, ich hab vergessen, welche Taste der Power Slide wow. war. Wow! Das hab ich ganz vergessen, dass sowas geht. Der war V, oder? Vielleicht. Nö. Mit V hab ich. Mit V kann ich nach hinten gucken, das ist gut. E? Ach nee. So. Wie geht Driften, Paul? Überlege ich gerade. Da ist halt irgendein Feind gewesen. Ja, ein Copter. Driften geht in dem Spiel hier gar nicht. Doch, es gibt einen Power Drift. Das wird sogar in der Steuerung erklärt. Ja. Komm, schlimm. So, ich weiß halt in diese Richtung. Fässer fallen lassen? Nee. Okay. Hat unser Auto schon immer so viel Leben? Nein. Ui, Freund. Stack hier. Ich suche eigentlich diese Patrouillen. Mir ist ja das gerade ziemlich egal. Ja. Während das quasi mir alles abschlachtet. Ja, ich weiß genau, was ich tue. Ich sehe es, ich sehe es. Sehr gut, dann schlachten wir Sachen ab. Und irgendwie finden wir ja doch keine verdienten Fahrzeuge mehr. Hier ist was. Da ist was. Oh ja, ich sehe es. No, you don't. Ja! Hast du jetzt bald ein Banditengefährt? Roland steckt zwar alles weg, was die Banditen austeilen, aber ich will nicht, dass er länger gefoltert wird als unbedingt nötig. Ja, ja. Da ist noch was. Ja. Auf dem Weg. Läuft, was da hinten ist. Alter. So, wie ist Souvenir? Super, bring sie her, dann
to the lady. Fährst du lang? Ich teste immer noch, ich versuche immer noch rauszufinden, wo nochmal der Drift war. Ich glaube, der Drift war einfach nur Gas geben und links. Nein! Also. Ich weiß, was ich meine, wenn ich davon rede. Das musste sein. Oh ja, das muss ich jetzt auch nochmal versuchen. Perfekt. Ja. So, wo ist die gute denn? Also ich weiß, wie driften geht. Da ist sie. Ich hab deine Karre hier fertig. Ein paar Modifikationen noch, dann bist du startklar. Modifikationen, okay, bitte. Sieht gut aus. Jetzt müssen wir es bloß noch ins Catch-A-Ride-System reinkriegen. Es ist hübsch. Ne? Ah ja, das Ding. Alles kaputt. Groovy! Jetzt kannst du dir an jedem Catch-A-Ride so ein Banditengefährt besorgen. Schau nice. Mal wieder rein, Keule. Aha. Einmal. Darf ich selber meine Kunden gleich. In Brand zu setzen? Nein, darfst du übrigens nicht. Das schaffe ich schon selber. Es gibt einmal Katapult und einmal Sawblade. Wir nehmen wieder beides mit. Und statt Standard Flecktarn. Das sieht nämlich cool aus. Nein, mein Fahrzeug wird. Und das ist wieder cool für Konstantin, ja. Bin irgendwo reingefallen, cool. Fuck. Bist du gespawnt, oder? Oh ja. Ja, sind gespawnt. Oh yeah. Ich glaube fast, das sind jetzt 3 Sitzer. Fahrersitz. Letzten Platz, na, Fahrersitz, linker Platz. Das sieht doch aus wie die Karre von einem Psycho-Killer. Ah. Ast rein. Fahr damit zum Bloodshot-Dam. Und dann hupe nochmal, um reinzukommen. Das ist ja geil. Ah ja. Torble. Sägeblätter. Schön. Was hast du? Ach ja, da hast du diese Fässer. Ein fettes Fass, das man abschießen kann. Diesmal. Jo. Ah, das ist quasi den Raketenwerfer wieder. Es gibt aber nur 2 Plätze in dem Ding. Ja. Ist die Karre schneller. Die ist voll krass. B, erstmal kurz im Licht, mal kurz die Tarnung angucken. Kurz, ne? Die Tarnung ist hübsch eigentlich, oder? Die ist cool. Ja, ich habe für Konstantin noch eine richtig gute gefunden, oder? Schau mal an. Ja. Moment, da ist Lilith drauf. Im Bikini. Geil. Wusste ich gar nicht. Dann wir haben so eine Schrottkarre, ne? Nee, das ist so ein sechseckiges Muster. Bienenwaffenmäßig. Ey, du hättest mir nicht diese Karre geben sollen mit den scheiß Fässern. Ja, ich hab gedacht, für jemanden, der das Raketenwerfer hat. Alter, das ist voll die Bombe, die man abschießen kann. Es verfährt sich aber schwammiger, das ist auf jeden Fall klar. Die Sägeblätter fliegen auch ziemlich random. Bam. Konstantin, wenn du das weitermachst, dann, ne? Tu das für Gegner, aber nicht einfach so. Muss üben, um zu schießen. Sonst treffe ich ja nichts. Scheint einer von uns zu sein. Lasst ihn rein. Ich versuche inzwischen Hyperion wieder ans Rohr zu. Flanksteak. Flanksteak, ja. Okay. Jetzt werden wir aber echt reingelassen, oder was? Ui. Ach, Moment. Wir da rein? Da darf man nicht mit der Karre rein. Ich glaube, wir können da gar nicht rein. Ehrlich? Man kann doch noch nicht mal reinschießen. Nee, kann man auch nicht. Hello. Alter, ich hab da gerade einen richtig coolen Ausgang. Zeit für Roboter-Action! Jetzt kommen wir den Karren rein nach von außen schießen, glaube ich, oder? Ja. Schützenplatz. Oh ja. Das ist gut.
Vor allem mit Rechtsklick kann man so drei nach vorne, ballern. Was? Der Dingswerfer hier hat einen Rechtsklick, Attacke. Da fällt kein Zoom, ja. Ach, du bist im Schützenplatz, du bist im Fahrerplatz, du bist im Schützenplatz. Ich bin im Schützenplatz. Ach nee. Du bist da, ne? Ja. Du bist auf dem Fahrerplatz. Ja. Ja, kann mich eigentlich auch richtig hinsetzen, so. Ne, der hat keinen Rechtsklick. Nee, der hat nur Werfen. Scheint aber alles leer zu sein. Ich glaube, die sind alle gekillt worden schon. Vor allem, ganz kurz, eine Sache, die ich noch kurz zeigen will. Ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist, aber es ist mir gerade so aufgefallen. Was denn? Wenn man aus dem Fahrersitz aussteigt. Ja. Glaube ich bei mir nicht so. Lass mal schauen. Nö. Konstantin, komm mal kurz her. Ja, bitte. Komm, steig mal, um auszusteigen. In den Fahrersitz. Wir müssen wissen, wie du aussteigst. Steigst voll cool ein. Ah, du steigst vorne ein vor allem? Okay. Na, ich stand vorne deswegen. Ja, ich steig auch von vorne ein, ja. Achso, wenn ich vorne stehe, okay. Aber ganz kurz, Konstantin, was du eigentlich sehen solltest? Wie ich aussteige. Warte. Und zwar vom Schützen und vom Beifahrerplatz. Zeig her. Aussteigen ist nämlich das hier. Jo. Geil. Okay, das ist witzig. Obwohl, es gibt. Ach, man kann sich hinten reinsetzen, das ist gemeint. Das ist witzig. Jo, ne? Echt? Auch nicht hinten rein? Ja, cool, dann braucht man nicht mal zwei Karren. Das ist geil. Ja, aber zwei Karren sind besser. Ja, ja. Und vom Schützenplatz? Wenn die eine kaputt geht, meine ich. What? So quasi. Danke, irgendwas wurde getriggert. Wahrscheinlich. Boss. Ich weiß nicht. Shield. Ihr seht witzig aus. Mit einem Riot Shield, oh Gott. Batmauer. Oh. Der fröhliche Zwerge. Nice. Konstantin, du hast getriggert. Du bist das. Band. Vor allem selbst auf dem Beifahrerplatz, wie ich sagen wollte, springe ich mit so einem Salto raus. Die Reden sind schon sportlich, naja. Da bin ich wieder! Ach, man kann die, Zwerge anscheinend einzeln töten. Ja. Du bist hammered. Granaten. Wieder verwenden. Kann ich mich noch kurz heilen? Wo bist denn du? Da. Ja, cool, ich hier. Jo. Alter, der macht so viel Schaden, nee. Ich stehle dem wirklich Damage. Ich bin tot. Nice. Konstantin, du bist nicht der Einzige, der Damage stiehlt, aber du bist leider. Fuck, ich bin auch am Sterben. Dreh dich von mir weg, dann krieg ich dich tot. Komm. Wo bist du? Okay. Scheiße, ey. Hast du die Waffe jetzt aufgehoben? Ich hab gar nichts aufgehoben. Die lacht doch auf der Waffe. Oder was gehört hier? Hier liegt irgendwas drunter, aber das. Oh, Iridium. Jo. 20? Oh Gott. Jo, ne? Oh, der Kerl schwebt. Alter. Oder hab das doch eh aufgesammelt. Meinst du? Was grün leuchten da hinten grün ist? Ich hab nichts aufgesammelt auf jeden Fall. Ein Stellrad. Da kommen wir uns aber gleich erst drum. Ja, erstmal umgucken. Gut. Doch, meine Handfeuerwaffe gehört mir eigentlich. Jo. Weil ich immer zu. Das wird immer zu doofes Pistole zu sagen. Das ist einfach eine Pistole. Hast du Spaß da hinten? Ja. Okay.
Ich auch. Ich hör's. I will burn my dread und so. So, einmal Heilung. Ja. So. Wer das verstanden hat, kennt eine coole Kilo-Serie. Wer das nicht verstanden hat, hat Felix. Ja, ja. Ich rede nicht von dir. Hilfe. Hilfe. Du möchtest gleich nicht da stehen. Worum geht's? Er hat sich gerade unter die Zugbrücke gestellt. Ah, ich hab das halt so aktiviert, ohne dass ich das wusste. Schade, dass nicht mal Leute hier reinkommen, aber okay. Alles brennt. So schön neu. Party hard. Steig auf den Berg aus Dreck. Ja, ja. Bloodshot, shot, shot. Bist du drin? Sehr gut. Roland muss hier irgendwo sein. Du schaffst das ganz bestimmt. Aber wenn Roland etwas zustößt, sieh zu, dass Roland nichts passiert. Okay. Wenn Roland etwas zustößt, dann töte ich dich, wollte sie sagen. Ich kann mir übrigens nicht vorstellen, dass sie im Original auch so tief Stimme hatte. Da hat sie einen Gegner. Noch nicht getriggert, zum Glück. Erstmal hier. Oh Gott. Balancearbeit. Boah, ne? Oh. C. Keiner sieht mich. So versteckt. Ja, wenn eine C drückt, ist sie versteckt. Okay. Oder schieß einfach. Zum Teufel mit dem ersten Gesetz! Ja, immer noch nicht fehlt. Nein, normal. Sie haben versucht, Roland zu erledigen, seit er sie aus Sanctuary vertrieben hat. Ich hätte es wissen müssen. Nice. Ah? Der Safe war gerade cool. Aufgeschossen oder wie? Da war einmal mit E öffnen. Öffnen und dann Zutritt verweigert. Und dann kann er V zertrümmern. Oh, ja. Hier, Echo. Lieber Roland, es ist nicht zu übersehen, dass die Bloodshots, die ihr bekämpft, brachiale Feuerkraft haben. Wenn ihr eine Chance gegen sie haben wollt, werdet ihr euer Arsenal aufstocken müssen. Ihr könntet eure Männer mit hochwertigen Waffen aus meinem Laden ausrüsten. Kauft bei mir ein und diese wieder nur Werbung hier. Sind ja. In 0,nix tot. Zum Glück gar nicht voraufgenommen, ganz ehrlich einfach. Und das ist gerade eine neue Granate, die sieht interessant aus. Eine Level 12 Granate, okay, schade. Party, wie sie einfach nicht bemerken. Hi, Party guys. Hart? Party hart oder Party nicht hart? Noch nicht. Nur Party hart. Ach komm, Party hart. Willst du dich abknallen lassen? Bruiser. Hey, Medi, Heilung. Hey. Das ist Atmen von ihm. Domo Arigato, ihr Penner! Das war laut. Ich liebe dich, Death Trap. Hier so ein bisschen am. Ja, ich weiß. Oh. Wieder runter, das muss immer weiter raufgehen. Ah, ich hab ihn gedrückt. Mit der Ruhe, einer nach dem anderen. Hey, hallo. Kein schlechter Anfang. Ich
Du bist doch ein bisschen laut geworden. Herrgott nochmal. Mord ist dein Hobby! Oh, nee. Wieder down. Wie viel Packen ich wohl kriege? Du kommst wieder auf die Beine. Okay. Doch, ich kann nur einen. Nein. So gefällt mir das. Na komm, triff, verdammt. Ich bin schon wieder tot. Ja, aber ich krieg das hin. Okay, hör auf. Wieder tot, Herrgott. Ja, sehr freundlich von dir. Was für ein Sortiment! Wart nach. Ja, komm, ein Schlag. Den krieg ich, komm bitte. Na, danke. Wenn ich die Würde dann gekriegt. Muss töten! Muss töten! Halt still. Oh, hier liegt ein richtig krasser Sniper rum. Ja, den nehme ich. Gut, laut. Die Sniper schießt einfach 3 Schuss auf einmal. Und? Super Granate und interessante Pistole. Vor allem eine große Pistole. Eine große Pistole? Die man leider nicht sehen kann. Ach, da. Du Scheiße. Ja, aber die MILF-Granate ist ganz interessant eigentlich. Die Granate haben? Habe ich Level 12. Ich vergleiche jetzt mal meine beiden Sniper jetzt nochmal genauer. Aber egal, eine Granate ist eine Granate. Auch irgendeine Waffe nochmal aufgesammelt gehabt. Da. Was war das denn? Ich glaube, wir sind leicht unterlevelt. Denn hier ist alles irgendwie ab 12. Kann gut sein. Müssen wir ändern. Ich auch so. Schaden 104. Ist das Heilungszeugs? Ja, ich hab viel besser die Waffe. Oh, hier hinten ist noch ein Medi. Ja, ist okay. Bleibt die da auch. Auf dem Weg. Berserker gebrüll! Nice. Weiter? Gleich, ich muss noch kurz eine andere Waffe. Ich hab ja jetzt Level 11. Medi! Kann ich mir endlich mal angucken, wie die jetzt genau ist. Schön, dass du Medikits gefunden hast.